Mein nächster Gast ist Michael Meissner von Panasonic Industry. Und heute geht es um das Thema Zusammenarbeit, Industrie und Hochschulen. Herr Meissner, wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Panasonic Industry und den Hochschulen aus? Ja, das ist ein Bereich, der für uns ganz, ganz wichtig ist, und wir suchen den engen Kontakt zu den Studenten. Und das fängt meistens damit an, dass wir die Studenten zu uns einladen, nachdem wir die Themen selektiert haben, und die dann zu uns kommen und wir sie dann mit den entsprechenden Projektmanagern zusammenbringen, um da dann auszutauschen, welche Produkte genau getauscht werden. Also es geht weit über dem reinen monetären Unterstützung hinaus, sondern wirklich die Bereich in der Beratung, der Unterstützung bei den Produkten, in der Zusammenarbeit und auch der zur Verfügung stellen unserer Labors, die wir zum Beispiel haben, Testung, Einrichtungen, sodass die Studenten bei ihren Projekten dann eben unser Know-how, nicht nur unser Know-how, sondern auch unsere technischen Anlagen nutzen können. Wie darf ich mir das vorstellen? Wird da an der Hochschule eine Wunschliste erstellt und die geht Ihnen dann zu und dann sagen Sie, ja, das können wir zur Verfügung stellen und das nicht oder so? Es ist fast so ein bisschen. Also wir sind in engem Kontakt mit den verschiedenen Lehrstühlen. Dann gucken wir uns natürlich die Themen an, schauen uns, welche Themen sehr nah zu uns kommen, was uns passt. Und dann ist es so, dass wir in dem ersten Schritt die Studenten fragen, was braucht ihr denn von uns? Aus der Sichtweise des Komponentenherstellers, Relays, was ist da, was ihr braucht. Und dann kriegen wir Wunschlisten tatsächlich, was wir alles brauchen. Und dann mit dieser Wunschliste laden wir die Studenten zu uns ein und sagen so, und hier sind jetzt die Produktmanager, jetzt sagt, was ihr braucht, warum ihr es braucht. Und dann sagen wir euch, ob das wirklich das Richtige ist, was ihr ausgesucht habt oder ob wir nicht noch was anderes, Besseres im Petto haben. Und diese Initiative geht auch von den Studenten aus und jetzt nicht vom Hochschulpersonal, den Professoren oder dem akademischen Mittelbau. Also beides. Es gibt beides natürlich. Na klar sind die, das ist ja Aufgabe auch der Lehrstühle und des akademischen Mittelbaus, natürlich Studenten anzuleiten und die Verbindungen zu haben. Aber in den verschiedenen Projektgruppen, die an den Unis sind, gibt es auch unmittelbare Beziehungen. Und wir nutzen jeden Weg, den es da gibt, um mit den Studenten zusammenzuarbeiten. Welche Vorteile versprechen Sie sich denn davon, als Panasonic Industry sich aktiv in die Hochschulen einzubringen? Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben mit den Studenten. Weil dort werden ja auch die Themen entwickelt, die nicht nur Mainstream sind, sondern auch eine Zukunftsausrichtung haben. Und deswegen wollen wir da mit dabei sein, neben natürlich unserer eigenen Forschung und Entwicklung, die wir betreiben, aber da auch nochmal weit in die Zukunft hineingerichtet mit den Universitäten sehr eng verbunden zu sein. Und natürlich wollen wir uns auch als Arbeitgeber natürlich präsentieren und wollen natürlich dann auch sehr, sehr früh den Kontakt zu den Top-Kräften der Zukunft dann noch knüpfen und schauen, ob wir die für uns gewinnen können. Panasonic Industry war ja einer der Hauptsponsoren bei dem Hyperloop-Pod 3 der TU München. Mhm. Können Sie anhand dieses konkreten Beispiels erläutern, um was es sich dabei handelt und was Ihre Motivation hinter der Beteiligung war? Also das Thema Hyperloop ist ja ein Transportation-Thema. Und das ist ein Thema, das bei uns in unsere gesamte Strategie mit hineinfällt. Wir versuchen ja in den Bereichen Living Space, Mobility und Business uns strategisch aufzustellen. Und das Thema Transportation, Hyperloop geht in die Mobility-Themen mit hinein. Und wir schauen, wie wir dort die Anforderungen der Zukunft dann gelöst bekommen, um natürlich kundenorientiert unsere Produkte zu entwickeln. Das Thema Hyperloop ist ja auch so ein Zukunftsthema. Elon Musk hat das initiiert. Es geht ja hierbei um ein Transportkonzept, bei dem unterirdisch in einer Vakuumröhre ein Hochgeschwindigkeitszug Personen und Güter von A nach B transportieren. Und das Ganze eben ausgeschrieben seit 2013 in der sogenannten Hyperloop Competition, wo verschiedene Forschungsteams in der Masse Universitäten daran arbeiten, jetzt die beste Lösung zu haben. Und wir sehen uns als Unternehmen natürlich nicht nur dem Kunden gegenüber verpflichtet, sondern ein Stück weit auch, das ist Teil unserer Unternehmensphilosophie, auch der gesamten Gesellschaft und sind dabei zu unterstützen, wenn es darum geht, neue Lösungen zu entwickeln. Das ist ein Punkt. Wir haben dann daran gearbeitet, mit der TU zusammen die verschiedenen Anforderungen zu erfüllen, das Design zu verfeinern, den Prototyp zu entwickeln, unsere Produkte mit hineinzugehen. Und dann eben im letzten Jahr dann auch wieder im Juli bei dem Wettbewerb in Kalifornien mit erfolgreich mit dabei zu sein. Und dann ist es natürlich auch noch die Uni München, also die Technische Universität München, um genau zu sein. Das ist natürlich als Unternehmenssitz, also als europäischen Sitz in München, natürlich wichtig, hier auch zu unserer technischen lokalen Alma Mater eine Verbindung zu haben, um da eben mit den verschiedenen Arbeitskreisen in der Wissenschaft auch eng zu kooperieren. Können Sie sich vorstellen, sich in so eine Hyperloop Pod-Rakete zu begeben? Ich muss sagen, ja.
könnte ich mir. Also ich bin auch schon Überschall geflogen aus meiner militärischen Vergangenheit, deswegen ist das jetzt nichts, was mich hier so abschrecken würde. Natürlich die Vorstellung in diesem kleinen Pott und wer den vielleicht auf der Elektronika gesehen hat, das ist ja nicht sehr groß momentan, das Modell, was da ist. Da reingezwängt zu sein, ist weniger, aber ansonsten, warum denn nicht? Es ist ja vom Fahrgefühl wird es nicht anders sein als wie in der U-Bahn. Wir stecken ein und dann transportieren wir uns nach A nach B. Die Geschwindigkeit wird man da vermutlich gar nicht so sehr feststellen, also die Fliehkräfte drauf. Also warum nicht? Bevor ich im Stau stehe, stehe ich lieber da drin. Ja, Startups ziehen in diesem Zusammenhang durch ihr Unternehmen auch verstärkt Interesse auf sich. Wie unterscheidet sich die Motivation von den akademischen Arbeitskreisen und ihrem Engagement? Startup ist natürlich nochmal etwas anderes, wenn wir jetzt da auch das so ein Thema nehmen wie an der TU, das Thema Makerspace, wo eben auch, ich sag mal, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden für die Universitäten, beispielsweise der FAST, dass wir hier sagen, das eine ist unser technologisches Interesse und das andere ist auch wieder in dem Bereich B2B, Geschäftsentwicklung mit zu beobachten, wo man dann eben sieht, dass das Geschäft heutzutage nicht mehr nur über Jahrzehnte sich entwickeln, sondern ganz, ganz schnell. Und um damit dabei zu sein, wollen wir natürlich auch immer den Puls in der Zeit haben und dann eben bei den Themen, die dort in diesen Startups entwickelt werden, ob das nun technologische Themen sind, reine Wissensthemen sind, dort mit dabei zu sein und von vornherein auch sagen, ja, wo könnte sich für uns eine Geschäftsidee entwickeln? Also zweigerichtet, das eine, was wir vorher besprochen haben, die wirklich produktbezogene Unterstützung, wissenschaftliche Unterstützung bei Themen im technischen Bereich. Und das andere ist, wenn es darum geht, Geschäftsideen auszuloten, die möglicherweise für uns als Konzern auch interessant sein könnten, wo wir dann auch neue Geschäftsfelder von unserer Seite aus entwickeln. Also es ist durchaus auch eine Überlegung wert, ob man das ein oder andere Startup dann übernehmen könnte. Ob das nur eine Übernahme ist, ob das eine Beteiligung ist, ob das eine engere Kooperation ist, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die da sind. Wichtig ist es aber immer, und das zeigt die Schnelllebigkeit unserer Zeit auch, diese Themen alle alleine nur zu entwickeln, auch mit eigenem Aufwand in einem Konzern zu machen, ist heutzutage fast gar nicht mehr möglich. Man ist einfach schneller mit diesen jungen Start-ups, denen man den Raum gibt, wo sie sich entwickeln können, also Raum zum Teil physisch ja auch, wenn man diese Gründerzentren dann auch sieht, wo junge Unternehmen, Unternehmensgründer sich einsetzen können, die technische Unterstützung, also das, was die TU München auch macht in diesem Fall, wo wir ganz, ganz eng eben auch die Möglichkeit haben, mit allem, was an Werkmaterialien notwendig ist, ihre technischen Themen voranzutreiben. Aber eben bei diesem Start-up mit dabei zu sein, mitzubegleiten, auch zu erkennen, wo Entwicklungen für den Markt sind, die dann für uns in der Zukunft ein durchaus interessantes Geschäftsfeld sein könnten. Ja, Herr Meißner, vielen Dank für die Einblicke in Ihre Zusammenarbeit von Panasonic mit Hochschulen. Vielen Dank. Ja. Danke.